dann fangen wir doch auch mal an. 6,5 Stunden später. Was geht ab, Freunde? Euer Sturfy und herzlich willkommen zur 30. Folge unserer Pack Road to Glory. Heute müssen wir mal ein bisschen leiser reden, denn wir machen ein Night Special. Der Ernie hat das ja schon ab und zu mal gemacht und das kam recht gut an. Deswegen dachte ich mir, komm, machst du das jetzt auch mal? Wir müssen heute ein bisschen flüstern, denn unten, meine Nachbarn, die sind noch wach und wir haben, glaube ich, gerade 0 oder 1 Uhr. Und wenn ich jetzt hier rumschreie, dann kommen die hoch und klopfen an der Tür und sagen, Stefan, bist du denn schon wieder auf Rille oder was? Deswegen heute mal ein bisschen leiser. Wir haben in der letzten Folge, haben wir, glaube ich, das erste Spiel richtig unnötig 3-1 verloren, kriegen deswegen auch nur 5000 Münzen fürs erste Spiel und danach haben wir 2-0 gewonnen. Wir haben hier die 100 K-Packs, davon können wir leider nichts öffnen, weil wir einfach keine Münzen haben. Wir gehen aber rein und öffnen hier die 15 K-Packs. Ich muss den Fernseher ein bisschen leiser machen. Okay, komm schon, wir brauchen einen pinken Spieler. Haben wir was drin? Barca ziehen wir leider nur. Davon können wir, glaube ich, gar nichts gebrauchen. Ja, in der Pack Road to Glory haben wir dieses Jahr leider nicht so viel Glück, was die Packs angeht. Aber jetzt haben wir Jovetic drin. Denisov, Pity, Trash, Distin und Jovetic. Komm schon. Iborra, wir haben echt nur Pech. Das ist so bitter, Freunde. Mann. Warum ziehen wir nicht mal einen pinken Spieler? Das wäre so geil. Und komm schon. Und wir haben Matip drin. Leider auch keine Verbesserung. Also es ist echt bitter, was wir hier in letzter Zeit ziehen, Freunde. Das tut mir sogar schon fast leid. Ja, Freunde, ich komme mir echt vor wie so ein Vollidiot, wenn ich hier so ins Mikrofon reinflüstere. Ist echt richtig ungewohnt. Insigne packen wir jetzt aber erstmal ins Team rein für Pereira. Da haben wir ein kleines Upgrade. Und jetzt werden wir erstmal ins erste Spiel gehen. Ab geht's und go! Oh mein Gott, da haben wir auch schon den ersten Gegner gefunden und der hat schon ein richtig krankes Team. Das wird keine leichte Aufgabe. Wir brauchen nur noch 2 Punkte, dann haben wir den Titel in Liga 7. Klar, ab geht's und den werden wir jetzt zerstören. Wo will der denn hin? Hör mal, ist der denn auf Rille oder was? Uiuiui, der kann ja sogar skillen, da müssen wir aufpassen. Also der scheint schon richtig was drauf zu haben. So, komm Freunde, der erste Angriff in der 22. Minute. Der Gegner hat echt was drauf, muss ich sagen. Das ist echt nicht einfach und die Verbindung hakt auch die ganze Zeit. Wir schießen einfach mal drauf mit Tevez. Freunde, die Verbindung ist echt für den Arsch, muss ich sagen. Schaut euch das mal an, wie das hier am Ruckeln ist. Setzen uns hier durch und machen fast das 1-0. Mann. Komm, der nächste Angriff, Tevez. Roulette, geh mal vorbei. Schön gemacht. Komm, jetzt gehen wir durch. Jetzt machen wir das 1-0. Jetzt machen wir das 1-0. Und jetzt mach ihn rein. Nein, wie kann man den nicht machen, Freunde? Verbindung, ne? Ich könnte kotzen. Komm, unten, El Shaarawy. Komm, Flanke rein und jetzt. Oh mein Gott. Komm, den fangen wir ab. Schön von den Ziegen und jetzt einfach mal ein Finesse-Schuss gegen die Latte. Ja, nochmal jetzt Tevez. Golasso 1-0. Boah, was für ein schöner Finesse-Schuss gegen die Latte und dann hauen die sich da gegenseitig um. 1-0. Oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt müssen wir aufpassen. Komm. Oh, das spielt. Oh, der Keeper. Komm, wir leiten den Konter ein. Tevez, Doppelpass. Läuft er sich frei? Tevez, ja, komm, perfekt. Perfekt. Golasso 2-0. Carlos Tevez macht hier alles klar in der 65. Minute. Super frei gelaufen, super Pass. Und dann der eiskalte Abschluss. Golasso. Oh, der Gegner macht Fehler. Die wollen wir natürlich bestrafen. Job gehen hier vorbei. Foulspiel, komm, haben den Ball immer noch. War gemacht von El Shaarawy, komm in die Mitte rein und jetzt, oh. Carlos Tevez geht vorbei, Rolle über Steiger, wunderbar gemacht und jetzt schicken in den Lauf, Schusstäuschung, Junge, was ist denn los mit dir, Neuer im Tor, komm, die Verbindung, Leute, seht ihr das, Flanke rein und Fallrückzieher. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen hinten drin und die Verbindung, Freunde, ich sag's schon wieder. Komm, einer dran da, spielt er nochmal quer, der spielt locker quer. Warum gibt das denn bitte Elfmeter? Schaut euch das nochmal an, der fällt doch um. Der fällt doch einfach so um, ich mach doch gar nichts, Leute. So, Freunde, jetzt könnte es nochmal spannend werden. Buffon, du hast bisher so ein super Spiel gemacht. Hält er den in der Mitte, wir bleiben in der Mitte und springen doch nach rechts auf Rille. Ole, oh mein Gott, war der geil. Ole, komm, nehm nochmal Kandreva mit. Hacke zu Hacke, wunderbar gemacht. Spinnen jetzt rein und jetzt in den Lauf. Ah, oh, komm schon. Oh, jetzt wird's nochmal gefährlich. 90. Minute, Nachspielzeit läuft schon. Nein, den schickt er wunderbar. Jetzt bitte der Keeper.
Nein! Oh mein Gott! Das gibt es doch gar nicht! Das gibt es gar nicht, Freunde! Oh mein Gott, was für ein Glück wir gehabt haben! Komm, vielleicht machen wir noch ein Tor. Oh, die Verbindung ist gerade echt am Limit. Roulette, Ballrolle. Läuft da überhaupt noch einer mit? Nein, Golan, schieß einfach mal drauf mit dem Schwachen! Ja, Freunde, das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen sowas von knapp mit 2:1. Am Ende wurde es nochmal richtig spannend. Die Verbindung war richtig scheiße. Deswegen konnte ich auch nicht so viel skillen, aber im zweiten Spiel wird das bestimmt besser sein. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Freunde, wir haben uns gerade den Liga-Titel geholt und jetzt zocken wir noch eine Partie mit unserem Bundesliga-Team. Maxim, 5-Sterne-Skiller, Traoré, Bellarabi, Kalou, alle 4-Sterne-Skiller. Jetzt geht's rund und los geht's! Oh mein Gott, da haben wir auch schon den nächsten Gegner gefunden. Marco Reus in Pink, Boateng, Koscielny, das sieht nach einem richtig kranken Team und einer harten Arbeit aus. Hier haben wir direkt unseren 5-Star-Skiller am Ball. Leite weiter, super gemacht. Auf Jakonan, 1-0, das ging richtig schnell nach nur 3 Minuten. Maxim skillt sich hier super durch, hat das Auge für Jakonan. Und der einfach eiskalt, boom. Ja, komm, das darf doch wohl nicht wahr sein hier. Oh, das war aber auch mal eine schöne Tanzeinlage hier vom Keeper, wie der den gehalten hat. Den haben wir aber vernascht, komm, weiter geht's. Kalou, der hat doch die 4-Sterne-Skills, die brauchen wir auch direkt. Komm, Job vorbei. Wunderbar gemacht und jetzt geht's weiter über Schnellarabi. Komm, Schnellarabi, Schnellarabi. Das spinnt jetzt einfach mal rein. Schusstäuschung nochmal, Roulette, Rabona-Flanke. Macht er leider nicht, aber egal, Ecke. Aber Freunde, die Verbindung ist gleich schon viel besser. Spielen den Ball natürlich kurz. Am besten jetzt mit einem Roulette rein, wenn er angreift. Macht er nicht, komm. Reus, Marco Reus. Das ist Kombination, das ist Fußball, Freunde, das ist Fußball. Bleiben jetzt ja nochmal stehen. Gehen rein, da oben. Ah, das war scheiße. Ah, da paste er sich durch. Boah, Weidenfeller, Freunde, Weidenfeller. Super gemacht von Kalou, komm Kalou. Verzögern das Spiel und jetzt weiter auf. Oh, mit dem Seitfalls hier. Nein, er gibt rot. Warum? Komm, den haben wir abgefangen, super. Komm, Roulette. Wunderbar gemacht, Hacke zu Hacke. Und jetzt da unten läuft Jana frei. Komm, Kalou, zeig, was du drauf hast. Zeig deinen Pace, spin rein. Job nochmal vorbei. Wunderbar gemacht. Und nein, die dicke Chance, Freunde. Oh, shit. Boah, Junge, Junge, der rettet uns sowas von den Arsch. Das ist so spannend, dieses Spiel, Freunde. Fuck it, fuck it, fuck it. Komm, Junge, komm, Junge. Nein, ja, komm, schieß doch drauf, schieß doch drauf. Ja, Freunde, das war's dann auch vom zweiten Spiel. Geht leider nur 1:1 aus. Richtig bitter, dass wir das nicht gewinnen konnten. Aber super spannend, hat mir mega viel Spaß gemacht. Und wenn es dir auch gefallen hat, vor allem diese Night Let's Play Folge, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Vergesst auf keinen Fall bei Shirttube vorbeizuschauen. Wir haben ja jetzt neuerdings Tanktops, Badehosen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall mal abchecken. Link natürlich in der Beschreibung. Das war's dann von mir. Schönen Abend noch, beziehungsweise schöne Nacht noch. Haut rein und ciao. Was geht ab, Freunde? Euer Sturf hier und herzlich willkommen zur 5. Folge unserer FIFA 16 Spielerprognose. Ja, Freunde, ihr seht dieses Video wahrscheinlich an einem Tag, an dem wir schon im Urlaub sind. Also musste ich das Ganze natürlich vorproduzieren.